Hallo und herzlich willkommen zu den Samstagsinfos. Heute vorab schon mal, es gibt einiges an WoT, einiges über 9.1. Das Patch wird tatsächlich größer, als ich erwartet habe. Oder birgt mehr Änderungen, als ich erwartet habe. Und das schauen wir uns heute an. Ansonsten zu YouTube vorab gibt es nicht so viel. Ich habe mir immer noch keinen Plan gemacht, wann ich was hochladen will. Wobei ich denke, ich werde War Thunder Tanks immer samstags bringen und vielleicht noch an einem anderen Tag, mal gucken. Ob es heute kommt, weiß ich noch nicht. Ich hatte jetzt die letzten zwei Tage extrem viel zu tun und war extrem lange wach und habe extrem wenig geschlafen, deswegen habe ich heute etwas länger gepennt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich während den zwischen den CWs und so noch dazu komme. Ich entschuldige mich nochmal für die ganzen Ausfälle in den letzten paar Wochen, speziell auch für die Stream-Ausfälle. Das wird jetzt, ja, ich meine, es wird jetzt wieder nicht mehr so sein, könnte man sagen, da ich jetzt, keine Prüfungen oder sonstiges mehr habe. Und, morgen kommt das Spiel am Sonntag, welches wird, ja, werdet ihr morgen sehen, das werde ich jetzt nicht spoilern. Und ansonsten, da wird es, wie gesagt, wieder War Thunder geben. Wieder regelmäßig und WoT natürlich auch ganz wieder regelmäßig in zu humanen Zeiten. Und ich hoffe, da wird das alles wieder relativ normal, wie es vorher war. Ja, wie gesagt, heute weiß ich nicht, ob WoT Tanks kommt. Ansonsten wird es kommen. So, das war es eigentlich schon von YouTube soweit. Gibt eigentlich nicht mehr viel. Nee, gibt nicht mehr viel. Und ich würde sagen, wir gehen über zu WoT, wo es ja diese Woche etwas mehr gibt. Speziell jetzt zu 9.1. Und ich denke, damit fangen wir auch direkt an. Und zwar gibt es ja eine komplette Patch-Notes-Liste für 9.1. Da stehen soweit mehr oder weniger alle Änderungen drin. Oder sie sollten alle drin stehen. Und die habe ich mal angeschaut und so ja die interessantesten Sachen rausgesucht. Und darunter die Karte Karkov, die schon vor, ja, im Januar, meine ich, wurde sie schon mal irgendwie geleakt, dass es die Map irgendwie geben soll. Und dort wurde sie, meine ich, ja, confirmed für 9.0. Jetzt scheint sie wohl offiziell confirmed zu sein für 9.1. Und ich werde euch jetzt hier ein Bild mal einblenden zu der Map Karkov. Es ist nur ein Bild der Minimap und ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das letztendlich stimmt. Es ist wie gesagt etwas älter, aber ich denke mal, irgendwie wird das sowas und es wird anscheinend eine City Map, die wohl auch irgendwie mit Ruinenberg was zu tun hat. Also nicht was zu tun hat, sondern in etwa so ist, habe ich mir mal mich gehört. Ansonsten wird es Änderungen an folgenden Maps geben: Tundra, Komarin, Windsturm, Arctic Regent und North West. Wo ich gespannt bin, was sie bei Komarin ändern, die ja allgemein relativ unbeliebt ist, dadurch, dass es relativ zum Campen ausartet. Und wo ich noch sehr, 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 sehr gespannt drauf bin, ist Arctic Region. Arctic Region wurde in vergangener Zeit nicht so oft verändert. Ich glaube, die letzte Änderung ist echt einiges her. Und deswegen bin ich gespannt, was sie daraus letztendlich gemacht haben. Wobei ich da finde, waren Änderungen eigentlich, oder sind Änderungen gar nicht so nötig. Es kommt nur darauf an, wie das Team fährt. Aber ich denke, da könnte durchaus, irgendeine Stelle gefunden, wo man das da noch irgendwie verbessern kann. Ansonsten, der Angriffsmodus von Vardy wurde komplett entfernt. Das heißt, es gibt nur noch Begegnungsgefecht auf Vardy. Ich fand den Angriffsmodus okay, ich habe ihn leider lange nicht mehr gespielt, aber ich fand ihn sowieso recht dürftig. Und jetzt ist er komplett raus. Außerdem wurde Rauch- und Explosionseffekte überarbeitet. Außerdem wurden noch Soundeffekte überarbeitet, darunter auch Gun-Sounds, die wurden wohl, ja, wie ich das gehört habe, recht stark bearbeitet oder überarbeitet. Wie sie jetzt klingen, werdet ihr in meinen Testserver-Videos sehen. Hören. In jedem Fall. Hören.
Und ja. Bei Munitreffer, also ein Munitionstreffer, der, wo das Munitlager komplett explodiert, ist es nun auch möglich, dass der Turm nicht wegfliegt, sondern herunterrutscht, also eigentlich abgetrennt, ja, der Wanne herunterrutscht oder so, alles etwas unspektakulärer abgeht. Ich denke, der fliegt so ein bisschen hoch, so ein bisschen, und dann rutscht er da halt runter. Mal schauen, wie das dann auch letztendlich aussieht. Außerdem ist der Turm auf verschiedenen Böden, also der rutscht jetzt auf verschiedenen Böden verschieden. Es wird 5 neue Medaillen geben für den normalen Benutzer, also für den normalen Spieler. Außerdem wird es noch neue Teamgefechtsmedaillen geben, wo bis jetzt aber, glaube ich, noch nicht klar ist, welche was, also welche die, wie die Namen sind. Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, neue Medaillen sind was Tolles. Und was mich, ja, sehr, die beiden nächsten Sachen freuen mich sehr, da sie mich teilweise etwas genervt haben. Und zwar ist der Offline-Online-Status dann in 9.1 serverübergreifend. Das heißt, wenn euer Freund auf Server 2 ist, ihr auf Server 1 und ihr eure Freundesliste durchguckt, ah, okay, der ist jetzt gar nicht online, der spielt also gar nicht. Aber er spielt quasi auf EU2. Nur ihr seht das nicht, weil der in eurer Liste offline gezeigt wird, weil ihr auf verschiedenen Servern seid. Das wird in 9.1, nicht 9.10, ja, 9.1 geändert und jo, optimiert so gesagt. Ja, ansonsten eine Änderung, die ich eigentlich am besten finde, und zwar kann man jetzt wieder Max, also die maximale Chat oder Symbol an oder Zeichen im Chat ist nun wieder auf 512 angestiegen. Ich weiß nicht, was sie davor war. Auf jeden Fall habe ich mich, als es reinkam, echt gefragt, warte mal, deswegen, hä? Weil es waren teilweise echt Nachrichten, die sind so klein geworden. Und ich hoffe, mit 512 wird sich das etwas angenehmer anfühlen, nicht andauernd die Nachrichten einzeln zu schicken. Und naja, es ist, denke ich, gegen Spam, aber ja, mal schauen. Außerdem wird es eine Einstellung geben, damit er die dynamische... Das Sichtfeld dynamisch wohl irgendwie anzeigen lassen kann. Das heißt, dass man stellt es nicht selber ein, sondern man kann es dynamisch machen. Inwiefern das dann aussieht, irgendwie vielleicht ändert sich das dann, keine Ahnung. Weiß ich nicht, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und mal gucken, was jo, letztendlich bei rumkommt. Dann gibt es noch ja, Tank-Änderungen, also ziemlich viel Nerf und Buff-Getue in 9.1. Da habe ich auch, sag ich mal, so die interessanteren Sachen rausgesucht. Ist jetzt nicht so viel in der Beschreibung dieses Videos, mein Gott, werdet ihr ja alle Infos oder auch den Link zu den ganzen Patch Notes und zu den ganzen Überarbeitungen finden. Und falls ihr da wirklich speziellen, ja, falls ihr noch was Spezielles nachschauen wollt, dann schaut dort nach. Ja, der Tarnbonus für TDs wird wohl komplett entfernt, abgesehen von Premium-TDs, die werden das anscheinend behalten. Und ich denke, das wird ja TD-Spielen nochmal etwas verändern. Wobei bei meinem Fahrstil ist es sowieso hinfällig, so aggressiv wie ich mit den Teilen fahre. Ja, zählt ja bei mir sowieso schon nicht mehr. Nee, aber mal schauen, wie es ja letztendlich im, auf dem in dem Spiel dann wird. Dann beim Tiger 1 wird einiges geändert. Der wird mehr oder weniger genervt. Der ist ja zurzeit recht stark. Recht viel AP und wird deswegen wohl etwas genervt. Und zwar die Nachladezeit der 88 mm L71 wird von 6,7 auf 6,8 erhöht. Außerdem wird die Genauigkeit von der eben genannten Gun von 34, also 0,34 auf 0,35 verschlechtert. Sowie die Genauigkeit beim Turmdrehen wird auf 17% verschlechtert. Und der Tiger kriegt 100 HP ab, egal auf welchem Turm. Ist also ein jo, mehr oder weniger kleiner Nerf. Das wird man, ob der jetzt groß ist oder klein ist, werde ich, oder denke ich, finde ich immer, wird man erst sehen, wenn man den Panzer spielt. Weil das sieht, kann auf dem Papier sehr viel nach sehr viel aussehen, aber letztendlich tut sich da eventuell gar nicht so viel. Aber das, ja, kommt immer drauf an.
Ja, die Hellcat wurde auch unter anderem etwas stärker genervt. Ja, unter anderem die maximale Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren wurde auf 12 reduziert. Ich kann jetzt selber nicht beurteilen, ob das relativ stark genervt ist, weil das kann man jetzt sehen, ja, wenn man vorher 30 km gefahren ist, jetzt 12, ist es natürlich nicht stark genervt. Da muss dann der Panzer nicht nochmal spielen, als im genervten Zustand. Ich weiß nicht, wie schnell er davor war, ich glaube 20 oder. Schon recht übel. Aber naja. Außerdem beim Turbodrehen der 90 mm M3-Kanone wird oder wurde die Größe des Fadenkreuzes des Crosshairs um 25% verschlechtert, was sich auf jeden Fall relativ nach relativ viel anhört. Und außerdem die Ladehalbzeit der 90 mm wird um 0,5 erhöht. 0,5 Sekunden erhöht. Wird sich natürlich dann zeigen, ob die 0,5 teilt die Hellcat sich mit, ich glaube, ein paar anderen Panzern. Wird sich zeigen, ob die da eventuell auch einen eher mehr oder weniger starken Nachteil durchziehen. Und ja, ansonsten habe ich noch mal kurz eine, ja, kurz was die US-Panzer, also bei den US-Panzern wird noch folgende genervt. Der T-18, der relativ OP teilweise ist, wird, denke ich, glaube ich, relativ, da wird relativ viel genervt. Und außerdem beim T29 wird auch einiges genervt, aber beim T32 wird was verbessert. Was genau, schaut in die Beschreibung. Das sind so teilweise Pille-Palle-Sachen und teilweise relativ viele Sachen, die ich hier jetzt, ich wollte euch nicht zubomben mit diesen Infos. Außerdem vom Entwicklertagebuch zum Festungsmodus, den ich ja im letzten, vorletzten Infovideo, glaube ich, auch mal angesprochen habe. Das wird ja ein Clan-Modus für 15 bis 20 Spieler. Und bei dem Modus wird man, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber auf irgendeine Weise kämpfen können oder so und letztendlich Gebäude bauen können, mit denen der Clan dann, also nur der Clan intern, ja, XP und Credits Boni bekommt. Das macht natürlich Clans auch viel interessanter. Das heißt, Leute, die eventuell recht gut sind. Hallo Spin. Und aber ja, irgendwie keine Lust oder keine Zeit haben für Clans, sich das dann eventuell nochmal überlegen und dadurch vielleicht die Clan-Aktivität höher geht. Oder die Interesse an Clans dadurch höher wird. Und ich bin gespannt, wie es letztendlich wird. Und es wird anscheinend auch einen Modus geben, der ähnlich wie bei Kompanien ist. Und wo man ja letztendlich Rohstoffe erkämpfen kann, und ja, welche ermöglichen, neue Gebäude zu bauen. Das heißt, man muss anscheinend sogar die Rohstoffe ja erfarmen mit dem Clan. Wird also anscheinend eine gewuschtel ein Durcheinander. Und ja, ich bin gespannt, wie es letztendlich wird. Wann dieser Festungsmodus reinkommt, steht hier im Entwicklertagebuch 8.1 oder 8.2. Wann es tatsächlich kommt, weiß man natürlich es nicht. Ist vielleicht wie bei der Havoc, die jetzt nicht der Natur 9.1 kommt, sondern 9.2, 9.3. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel Blödsinn gelabert. Ich bin etwas krank gerade. Ich habe etwas mit der Stimme, etwas Schnupfen. Aber ich hoffe, das hört man nicht. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja. Bis heute Abend zum Stream, wo es ja mal 5 Farmen gibt oder wir versuchen es auf jeden Fall. Ja, tüdel.